neues Kanonenfutter. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Aber wie gesagt, die Gegner sind ganz schön stärker geworden. Die Widerstandskräfte haben einen Advent-Konvoi in der Region ausgeschaltet und uns mitgeteilt, dass wir uns holen können, was wir wollen. Das ist die perfekte Gelegenheit, an feindliche Ausrüstung zu kommen. Wir müssen allerdings das Gebiet sichern und alle Feinde vor Ort ausschalten, wenn wir irgendwas von Wert dort rausschaffen wollen. Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Los geht's. So, sehen wir den Konvoi irgendwo. Zumindest haben wir Zeit. Ist eine Mission, wo wir Zeit haben. Wo sind wir? Wir sind anscheinend rechts oben. Kann das sein? Ja, wir sind rechts oben. Hier. Das heißt, hier lang geht es und hier lang geht es. Wenn wir hier hochgehen, hätten wir einen guten Schussfeld für einen Sniper. Wo haben wir denn einen? Hier. Ich habe Angst, dass einer auf uns wartet. Müssen wir sie erst auskundschaften. Wir sind in Afrika. Gehen wir langsam vor. Ich glaube, diesen ist ganz gut. Die Hirnscan-Klinge, die kann man auch bei anderen einsetzen, Snowman. Können wir Informationen rausnehmen. Wir gehen langsam vorwärts. Gucken uns hier um. Befehl bestätigt. Doch sind wir ja verborgen. Gut, da haben wir schon welche. Zwei Sektoiden und ein Kodex. Hier meine Deckung. Ich rücke aus. Dalak. Ordini confermati. Mi muovo. Guck, was wir den Scharfschützen im Posi kriegen. Und dann kümmern wir uns um die. Ist riskant, ne? Gehen wir erstmal langsam voraus. Ich hab keine Ahnung, ob hier oben was ist. Sieht gut aus. Cool wäre es auch, wenn die irgendwie die Soldaten Heimvorteil-Bonis bekommen, ja? Sprich, wenn wir quasi in deren Heimatland gerade unterwegs sind. Das wäre auch cool, wenn die da Heimvorteile bekommen würden. Wir sind hier gerade in Afrika. Wenn wir einen Afrikaner hätten, wäre vielleicht nicht schlecht. Kommen die gerade näher? Sieht so aus. Die kommen gerade näher. So. Hexo hat keine gute Deckung. Also mit ihnen hier hingehen. Wir müssen zusehen, dass wir ready werden hier. Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Verstehe. Dalak. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier hingehe, dass hier welche Gegner sind. Tja. Die sollten aber nicht entdeckt werden, solange wir mit der Deckung sind. Assembramento nemico. Scheiße. Ach du Kacke, Leute. Es wird doch schwieriger, als ich dachte. Granate rein und gut. Wird hier gesagt. Let's do this. Aber noch sind wir verborgen. Noch können wir aussuchen, wann wir zuschlagen und wann nicht. Hier hätten wir auch volle Deckung. Brücke zur Zielkoordinaten vor. Ja, wenn die eine Granate werfen, sind wir ganz schön ge... Sie kommen immer näher. Noch sehen sie uns nicht. Aber die stehen so dicht zusammen, Leute. Da müssen wir unbedingt eine Granate reinjagen.
Wir dürfen nur die Ausrüstung hier nicht zerstören. Alright. So, was haben wir denn alles? Wir haben Sichtfeld. Auf den und auf den. Advent-Schildträger und hier fortschrittlicher Soldat heißen die mittlerweile. Granatwerfer. Wenn wir schon drei Ziele treffen können hiermit, dann sollten wir das auch tun. Hoffen wir nur, dass wir es nicht kaputt machen, die Fracht. Aber nur durch Testen wären wir klug. Gucken wir mal, ob das hier trifft. Flump. Hier das Auto. Meines 1-5, achten Sie auf die Vorratskästen. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Das Auto ist gut. Ich würde sagen, wir gehen in Deckung hier hin. Da, Luck. Ich vertraue in dir. Das Auto kriegen wir in die Luft gejagt. Zerschreddert. So. Gucken wir mal hier, was Hideo Endo hinkriegt. Also ich halte für sehr, sehr gefährlich den Mech da hinten. 4-6 Schaden. Kritisch ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ihn töten. Sehr unwahrscheinlich. Lieber ein Gegner weniger. So. Kriegen Wonko Full Cover. Durch den da. Klappt das nicht so toll. Haben wir eine Chance, den hier im Nahkampf zu töten? Vor allen Dingen, wo würden wir dann stehen? Hier. Können wir das umändern, dass ich hier stehe? Sagen wir mal, ich möchte hier hin. Hier hin? Nee, das ist nicht möglich. Ich würde ganz gerne hier hin und dann ihn angreifen. Shit. Er würde sonst offen rumstehen, das will ich nicht. Wenn ich aber mich hier hinstelle und dann sage angreifen, das müsste ja klappen. Ja, testen wir das mal. Exor, ich glaube an dich, du kriegst es hin. Ja, genau so würde ich stehen. Eliminiere ihn. So, weiter geht's. Das Auto muss in die Luft fliegen. Anders haben wir keine Möglichkeit. Wir müssen also eine Granate werfen. Shit, muss näher ran. Näher ran bedeutet mehr Schaden kassieren von dem Kollegen hier. Der hat nämlich Raketenwerfer. Und so Leute dürfen auf keinen Fall auf einen Haufen stehen. Wir gehen hier hin, weil ich nicht glaube, dass der schießt. Das Auto muss hochgehen. Machen wir es so. Granate! Okay, der Mech ist down. Jetzt kommt es auf Hideo Endo an. 81%. Oder 59. 81. Komm schon. Bam! So, jetzt sind die dran. Wir haben jetzt noch den Codex und einen Sektoid. Also nicht gerade schwere Feinde. Die gehen noch. Gut, er hat sich nicht geklont. Er hat sich nur teleportiert. Ja, weil die machen ja keinen Schaden anrichten. Die machen nur die Waffen außer Funktion. Ich warte darauf, dass ich mal voll daneben haue. So. Ja, beleb ihn ruhig wieder. Wenn du stirbst, sind die anderen auch tot.
Hat gut geklappt, Leute. Obwohl das gerade sehr viele Gegner waren, die gefährlichsten haben wir ausschalten können. So, Hideo. Der brennt sogar schon. Okay. Wenn der Sektoid tot ist, haben wir weniger Probleme. So, ihn können wir eh nicht bewegen. Side-Zombie oder Sektoid. Wenn er trifft, wäre toll. Testen wir es mal. Komm, Sektoid. Bam. Okay, den sollten wir ohne Probleme hinkriegen. Ein Schaden kriegen wir verursacht. Der Codex macht ja auch nichts Schlimmes. Gehen wir hier hin. Und schießen auf den Sektoid. Nee, den da. 72%. Da lag. Regelt. Da kippt er wieder um. So. Wir haben noch eine Granate über. Die könnten wir bei dem Codex einsetzen. Wahrscheinlich teleportiert er sich dann oder klont sich. Ja, das. Machen wir das so, weil ich das den LKW nicht treffen möchte. Weil da auch die Ladung drauf ist, die wir brauchen. Hauptsache die Deckung ist weg. Na, klonst du dich oder nicht? Klonen. Lop. So, wir sind hier gerade ein wenig. Jane Kelly. Hier. Ich würde sagen, den da. Los. Schlitz, Schlitz! Wir stehen sogar drin, richtig geil. Feind am Boden. So, Texor. Texor übernimmt den Abschuss. Ich würde sagen, wir gehen hier hinter die Deckung. Ich hoffe, dass ich nicht brenne, wenn ich dich hier hinstelle. Volle Deckung. Oder warte mal. Noch stylischer ist es. Texor meint ja, er wartet darauf, dass er mal voll daneben haut. Das wird jetzt der Fall sein. Bäm. Unser Samurai. Beförderung verdient. Oh, das wusste ich nicht, dass es weh tut, wenn man sich nicht daraus bewegt. Was dazugelernt, Leute. Was dazugelernt. So, haben wir Medipack-Man dabei. Da lag es, glaube ich, mit Medizin. Ja, genau, wunderbar. Ja, hilf mal, Hemigamede. Gremlin, Azione Medica. Gremlin, los. Schicken den Gremlin auf den Hals. So, aber es sollen noch irgendwo Gegner sein. Wie weit geht's noch in diese Richtung hier? Anscheinend sehr weit. Die ganze Straße geht's hier runter. Ziemlich weit. Ich glaube, wir sollten auf der Straße bleiben. Ah, finde ich aber gut, ja. Mac getötet. Sind wir nicht ziemlich weit gekommen. Ich würde auch sagen, Reload. Und Hideo geht hier weiter im Dschungel weiter. Er läuft oben entlang. Parallel zur Straße. So, wir müssen mit allen Leuten nachladen. Sollte aber gerade safe sein. Gehen langsam vorwärts. Waffe geladen. Texor. Na gut, wie vertrauen wir den LKW, dass er nicht hochgeht? Nee, ich glaube, ich darf es nur nicht kaputt machen. Das heißt, wenn du vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören. Neutralisiere alle Feinde. Das ist momentan unser einziges Ziel. Overwatch. So, gehen wir mal näher ran. Ah, ich hätte der muss nachladen. Dort 4 kommen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Gehen wir weiter vor. Hier. Okay, warte. Können wir zumindest noch Overwatch nehmen. Wir gehen weiter.
Dann gehen wir mal langsam weiter. Wir müssen nicht so rennen. Wir können auch mal nachladen. So, die Waffe ist auch leer. Hier hin. Nachladen. Was ist mit ihr los hier? Was? Erschüttert. Oh, ich wollte eigentlich keine erschütterte Person mitnehmen. Hätte ich lieber einen Rookie mitnehmen sollen. Gebe Feuerschutz. Overwatch. Oh. Was er noch, aufholt hier. Damit die ganze Truppe weitergehen kann. Ich würde sagen, wenn wir hier stehen, ist alles okay. Die nächste Runde. So, hiermit müsst ihr den besten Übersicht haben. Es brennt noch. Wir warten noch eine Runde. Wir haben ja keinen Zeitdruck hier. Gehen wir langsam vorwärts. Zwei Viper. Und ein Codex. Okay, der Codex ist weniger interessant. Am wichtigsten sind für uns die Schlangen. Hm. 59% und 79%. Auf jeden Fall auf Viper. Ich ärgere mich gerade, dass der Scharfschütze eine Granate hat. Die wird, glaube ich, sowas von unnütz bleiben, die Granate. Tropic, ich grüße dich. Okay, 79% gekauft. Hier. Okay. Hm, haben wir denn noch irgendwas, was Schaden macht? Unsere Nahkämpfer könnten hinrennen und Harakiri machen. Aber dazu ist, glaube ich, die Viper da hinten zu weit weg. Haben wir noch Granaten? Nichts. Könnten jemanden 40 plus 20 Verteidigung geben. Und schießen. Ja, würde sagen. Dalak, du schützt dich selbst. Dalak hilft sich selbst und schießt noch. So, plus 20 Verteidigung. Wie jetzt? Kostet doch den gesamten Zug, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann war das blöd. Okay, Viper, 52%. Hemigamede. Sehr gut, noch eine Viper und ein Codec. Was macht Dalak? Dalak kann jetzt hier hintergehen, ohne dass er brennt, ja? Okay. Ich meine Texo natürlich. Dalak ist hier. 20%. Ich habe Angst, dass wir wieder rangezogen werden. Wenn ich hierhin gehe, sollte es vermieden werden. Aber dann habe ich keinen Schuss mehr. Jane Kelly. Auf die würde ich am ehesten verzichten wollen. Ich denke, wenn ich sie hier positioniere, jawohl, kann ich mit Texo noch schießen. Oder nee. In den Feuerschutz gehen, ohne dass er rangezogen wird. Ich glaube, erst er würde sie rangezogen werden. Wenn sie überlebt, kann sie in der nächsten Runde Schlitzi Schlitzi machen. Also Feuerschutz. Die teleportiert sich. Ja, okay. Müssen wir uns halt bewegen. Wen zieht er ran? Kelly. Alles klar. Genauso wollten wir es ja haben. Sie hat. Viper hat Kelly gezogen und nicht Texor. Gut. Wir müssen die eh abhauen. Wie machen wir das? So, warte mal. Unser Sniper hat momentan eh kein Ziel. Kann auch die Granate werfen. Hier. Wirft die mal hier runter. Geht das? Damit sie das Vieh bewegen muss.
Frage, trifft er damit? So aus, ne? Ansonsten ist die Granate eh unnütz. So, bewegst du dich jetzt oder nicht? Klonen, okay. So. Dalak muss nachladen. Vermute mal, deswegen war auch der Zug zu Ende. Weil wir nachladen mussten. Schlitzi-Schlitzi können wir nicht machen. Gucken wir mal, klappt das? Das würde klappen. Ich habe Angst, dass der LKW über den Luft fliegt. Das sieht fast danach aus, als wenn gleich in die Luft gehen würde. Hoffen wir mal nicht, ja? Wir hoffen mal nicht. Befreien wir kurz Kelly. Und nur 2 Schaden. So, Kelly. Keine Ziele, dann Feuerschutz. So, Kelly. Kelly verschwindet hier. Und kann danach noch schießen, wie ich das sehe. Ja, kann sie. Oh. Messer. 4-6 Schaden. 6 Schaden würde das hier umhauen. Versuchen wir es. Kelly. Shit. Da haben wir hoch gepokert. Und Dala kann momentan gar nichts machen. Außer nachladen. Dala kann nichts tun. Um zu helfen. Wir müssen aber eh hier rausrennen. Ja. Hoffen wir mal, dass die Viper nichts Böses macht. Mit dem Plasmagewehr. Teleportieren ist okay. Nein! Die können doch ganz schön krass werden, ja? Ich hätte nicht gedacht, dass die so die Schaden machen, die Codex-Kollegen. Haben wir jetzt 3 Klone? Krass. Wow. Hemi Gamede wurde ausgeschaltet. Sag jetzt nicht dieses Scheißding in die Luft. Ich denke, es ist kurz davor, in die Luft zu gehen. Oh mein Gott. Leider haben wir keine Heilung mehr. In 4 Runden verblutet er. Und Texo ist in Panik. Ja, wir sollten auf jeden Fall in Deckung rennen. Hinter dicke Deckung. Ist die Frage, brennt's hier? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Okay, warte. Dalak. Alles hängt von dir ab. Nein, Texon, noch bist du nicht tot. Ich glaube, du bist in Panik. Ich glaube, du bist in Panik, Texon. Boah, die hauen aber auch rein, ja? Alter Falter, ich bin hinter voller Deckung. Streift.
Nochmal Klon. Alter Schwede. Das Klon geht auf den Sack. Oh mein Gott. Wenn er da nicht rauskommt, ist er auf jeden Fall tot. Wenn er jetzt da nicht rausrennt, in seiner Panik, stirbt er. Oder wir machen jetzt irgendwie ein Wunder und töten alle. Aber das sieht nicht so aus. Vor allem ist er auch im Wagen drin. Er sich in den Wagen rein teleportiert, der Hund. Oh. Hexor, du blutest. Feind vernichtet. Ja, ich würde sagen RIP, ja. Darlak, RIP. Diese Kodexe, Alter, die verdoppeln sich hier die ganze Zeit und hauen übelst rein mit ihren Gewehren. Ja. Ich glaube, ich kann nicht steuern. Ich glaube, das sind die letzten Gegner. Alle tot. Können wir nur laden. Heftige Mission, muss ich sagen, ja. Da sind eine Menge Gegner. Heftige Mission. Wir chillen dazu eine Runde. Kleinen Moment, blende mich gleich wieder ein. Aber wie ihr seht, ja, wir haben auch eine Menge unerfahrene Soldaten dabei. Wir haben nur Texer und Darlak. Und man kann nicht wirklich sagen, dass Darlak schon erfahren ist. Also die meisten sind alle erst Corporals. Also würde ich ziemlich schlecht. Und ein Rookie haben dabei. Sie haben zwei Corporals, ich glaube einen Sergeant. Also wir haben kein gutes Team hier für diese Gegner. Und wenn wir noch ein bisschen Geld hätten, dann könnte man auch langsam das Magnetgewehr herstellen. Aber das Geld haben wir noch nicht. Das Geld haben wir noch nicht. Ich blende mich auch gleich wieder ein. So, wir wissen jetzt zumindest, wir müssen die Straße entlang laufen. Und die Idee mit dem Sniper oben auf dem Berg ist schon mal ziemlich gut. Location confirmed. Okay, also wir müssen viel, viel schneller den Kodex töten. Was uns zerrissen hat, das war auf jeden Fall der Kodex. Ja, sobald der Kodex anfängt zu schießen, also sich zu klonen und zu schießen, da siehst du nur noch Sternchen. So, wir gehen langsam vor. Wir wissen, da ist ein Mech, der auf uns wartet. Ja, das brennende Auto war ebenfalls, genau. Das war auch noch da. So. Also die Sektoiden sind uns mittlerweile egal. Der Kodex muss auf jeden Fall sterben. Problem ist halt bei dem Kodex, der, sobald du den einmal triffst, teilt er sich oder teleportiert sich. Und unser Sniper ist noch nicht ready. So, wo könnte unser Sniper ready sein? Ich würde sagen, wenn er hier ist. Heading out. So, da wir gerade keine Deckung haben, können wir entdeckt werden. Das heißt, wir gehen hier hinter die halbe Deckung. In der Hoffnung, dass wir dann hier hintergehen können oder glatt nach oben gehen können. Okay. Da lag. Femi Gamede. Wir gehen erstmal nur vorwärts. Roger that. Wir sparen auf jeden Fall die Granaten auf. Die können uns irgendwann mal den Arsch retten. Nutzen würde ich nur, wenn uns der Arsch gerettet werden muss, die Granaten. Jane Kelly, würde ich auch sagen, eher hierhin. So, Texor. Ja, volle Deckung.
tauchen auf. Dann warten wir mal auf die. Und hoffen wir, dass wir die Mac-Gruppe nicht gleich mit aktivieren. So, ich würde sagen, wir schlagen zu. Was meint ihr? Ich würde sagen, alles auf den Codec. Andersrum, die stehen wieder so toll hier, da würde ich am liebsten gleich eine Granate reinputzen. Können wir eine werfen? Wäre doch eine super Idee, ob wir eine werfen können. Die reizt nicht. Reicht's hier? Hexor hat keine Granate dabei, sondern den Schädelstecher. Jetzt ärgere ich mich darüber. Hier können wir nicht hinrennen. Ja, ich würde auch sagen, lieber konzentriertes Feuer. Ich möchte so gerne eine Granate werfen. Wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich nicht mehr in Deckung. Andersrum, das sind keine... Nur der Codec ist ein Feind, der schießt. Hier müsste ausreichen. Wenn ich hier hochgehe, bin ich fast nirgends in Deckung. Ja, das ist jetzt wieder knifflig. Was machen wir? Ich könnte entweder einen Zielschuss machen, der auch kritten kann. Oder wir pumpen hier eine Granate rein. Ich würde sagen, wir nehmen eine Granate, wir spenden die, aber die nächste, die sparen wir uns. So. Gucken, was passiert. Nicht viel Schaden, aber zumindest alle drei. Achten Sie auf die Vorratskisten. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Das ist auch mir auch bewusst. So, können wir beide erwischen. Wohin können wir rennen, dass wir beide erwischen? Ins Haus? Weiß aber nicht, ob ich da noch werfen kann. Das Auto kann auch in die Luft fliegen. Gucken wir mal, ob wir die Codec besser erwischen. Sektoid 79, 59. Codec können wir ganz schlecht erwischen, nur. Zu viel im Weg. Jane Kelly. Können wir beide erwischen? Auch nicht. Das ist echt nur ein Feld hier, ne? Ein Feld ist das. Okay, nehmen wir das Risiko ein. Wir gehen ein Feld vor. So, zur nächsten Deckung. Hat es nicht verbessert. Keine Chance. Muss er beide erwischen. Wenn ich jetzt hier vorrenne, habe ich Angst, die nächste Gruppe zu aktivieren. Das kann durchaus passieren. Wenn ich jetzt sage, ich will den mit Texor hitzeln, mit dem Schwert. Snowman, hau rein, Mann. Pass auf dich auf. Wahrscheinlich teleportiert er sich eh weg, wenn wir ihn treffen. Gut, ich glaube, wir sehen erstmal den Schuss. Der Codec ist momentan am wichtigsten. Aber andersrum, wir haben ziemlich gute Trefferwahrscheinlichkeiten auf den vorderen Sektoid. Den da. Na gut. Versuchen wir zuerst den. 79%, komm. Shit. Gut. Macht noch einen Sektoid und einen Codec. Weiter vorrennen will ich nicht. Wie sehen die Chancen hier aus? 35%. Hm. 52, 42. 42 nehme ich. Oh, Texor. Ja, Mann. So, nur noch der Codec und wir. I'm busted. So, wir können aber nicht vorrennen. Okay, wie viel haben wir noch? Jane Kelly und Dalak. Hilfsprotokoll.
könnte eine Granate werfen und dann einen besseren Schuss mit Kelly bekommen. Ja, der Codec ist echt assi. Wahrscheinlich teleportiert er sich eh. Oder er klont sich. Wir sprengen. Wir springen weg. Was macht er? Er klont. Kann sehr, sehr gefährlich für uns werden. So. Dahin rennen können wir nicht. Das ist die letzte Person, die wir haben. Aber ich vermute mal, dass wir den Codec töten können. Dan Kelly, ich habe Vertrauen in dich. Jetzt beten wir, dass der Codec keinen Scheiß macht. Er soll sein Ding hier machen mit dem Strudel. Bitte, bitte Strudel. Bitte, bitte Strudel. Teleportieren. Jetzt, mach bitte Strudel. Mach Strudel. Sehr schön. Der Strudel macht keinen Schaden, solange wir nicht drin stehen bleiben. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das hat super geklappt. So, Jane Kelly. Nein, Texur. Texur. Ab geht's, Mann. Texur regelt. Zack. So, wir müssen nur da raus. Nur da raus. Ja, ich würde sagen, nachladen. So, wir gehen hier raus aus dem Mist. Und laden uns Waffen nach. Das hat schon mal super geklappt gerade. Ausrüstung, für die wir hier sind. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu beschädigen, während wir das Gebiet sichern. Nachgeladen. Ja, wir halten das mal Abstand. Hopp. Also das war diesmal perfekt. Die ahnen noch nichts von ihrem Unheil. Jetzt sehen sie uns. Widerstand hatten Gerüchte gehört, dass Advent ein schweres Infanterieschutzsystem einsetzen kann. Sieht heftig aus. Ich koche hier schon! So, wie regeln wir den Fall? Ohne zu viele Ressourcen zu nehmen. Wir sind in voller Deckung, würde ich sagen. Wir haben nur eine Chance. Ist der Advent-Schildträger. Warten wir damit mal noch. Eine Granate würde ich ungern einsetzen. Ich würde ganz gerne in volle Deckung bleiben. Volle Deckung. Ja. Wir können auch zurückbleiben. Wir können sie kommen lassen. Ja, wir lassen sie kommen. Halte ich für eine gute Idee. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Auch hiermit rennen wir zurück, auch wenn wir in voller Deckung sind. Wir lassen sie kommen. Die wissen, wo wir sind. Sollen sie kommen. Ambush. Ideo, los. Oh Mann, nice. Oh, er hat was. Will ich haben. Es glänzt. Will es haben. So. Mir gefällt eigentlich die Position, die wir gerade eingenommen haben. Hier oder hier. Hier hat man noch volle Deckung. Gehen wir hier hin. Ist ja auch ein interessanter Weg, den hier Jane Kelly geht. Wir sehen jemanden. 19%. Da würde ich fast sagen, Feuerschutz. Kriegen wir noch irgendwo volle Deckung hier, aber dann können wir nicht mehr schießen. Bleiben auch hier in Feuerschutz. Durch Truppsicht haben wir eine Chance, den zu treffen. Was hat denn der? Der hat zwei Energiebalken. Guck mal, Leute, der hat so ein Schild um sich herum gemacht. Das ist ja cool.
Will ich auch haben. Na gut. Nehmen wir an, der wird sich bewegen. Ja. Frage mich gerade, hat Hideo schon... Hat er. Distanz... Ja, hat er. In Truppsichtreichweite. Gut, wenn er sich bewegt, wird er mit Sicherheit sein Schild fallen lassen. Die bleiben einfach so, wie wir gerade sind. Gucken, wenn er sich bewegt. Stehe unter Beschuss! Die sind ja krass, die haben Energieschilde. Die bleiben sogar aktiv beim Bewegen. Krasse Sache. Die bleiben aktiv beim Bewegen. Nice. Okay, das Schild ist weg. Oder auch nicht. Zumindest sehe ich es nicht gerade. So, Truppsicht. Wie ist die Chance? 41%. Testen wir's. Wir brauchen deren Technologie. So sieht es nämlich aus, Dexor. Ich will sowas auch haben. So, Hippie Armor. Mist. In einer Runde verschwindet das, aber das ist mir zu riskant, dahin zu rennen. Wenn ich jetzt hierhin renne, müsste das ja klappen. 19%, das ist wirklich ultra wenig. Das würde klappen. Lass mich mal kurz überlegen. Könnte dein Gegner sein? Ich glaube, das waren alle. In der näheren Umgebung. Aber ich bräuchte noch einen Ranger, um zu finishen. Ja, der nächste Ranger ist zu weit weg. Wenn wir den nicht finishen können, nützt es auch nicht, dahin zu rennen mit einem Schwert. Ja, wir müssten näher ran. Wir müssten näher ran. Wir bleiben also hier. 19%. Ich würde auch sagen, wir gehen lieber in deiner vollen Deckung. Nähere mich der Zielposition. Na los, zeigt euch. Hexo soll ein bisschen aufholen. Hier, komm mal hierher. Da bewegt sich auch nicht die Schweinebacke. Naja, ich weiß. Beute abgelaufen. Das ist mir jetzt aber gerade vollkommen Wumpe. So, Waffe ist leer. Laden wir halt nur nach. Ja, ich glaube, wir müssen da irgendwie näher ran. Anders wird das nichts. Gehen wir hier hin. So, wenn wir ihn treffen, können wir ja finishen. 22%. Willst du mich rollen? Das ist echt wenig. Gehen wir hier hin. Wechsle Position. Werfende Granate auf den kleinen Kollegen hier. In der Hoffnung, dass sich der Baum auflöst. Eine Rüstung zerschreddert. So. Hat. Ja, wir sind noch in der Nachladephase. So. Sehr schön. Hat keine Cover mehr. Ein Schaden. Daneben ein Schaden. Wir haben noch zwei Leute. Können wir ihn irgendwie finishen? Er hat keine Deckung. Gehen wir hier hin. Exor, ich glaube an dich. Er sieht ihn. Ja! 75%. Sauber. Aber ihr merkt schon, ja, die werden immer stärker, diese Soldaten von denen. Lief sehr gut, muss ich sagen. Lief sehr gut. Jetzt haben wir schon zwei Trupps weg. Wir haben noch eine Granate über. Zwei Trupps sind weg. Nutzen wir die Zeit zum Sammeln und Nachladen. Finde ich cool, diese Spezialisten mit ihren Viechern. Ja, wir erinnern uns, wir waren am Ende dieses Berges, dann kamen die Codex-Leute.
Das heißt, vielleicht wäre es besser, wenn wir dann hier irgendwie hingehen. Oder hier. Und von dort aus schießen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier hingehen. Mit unserem Hideo. Der Fallouter ablösen möchte. Good to go. Wir gehen mal hier runter. Und wir gehen langsam vorwärts. Aber auch nur langsam. Okay, warte. Wir warten. Texor. Normalerweise gehören die Raider, die Ranger immer nach vorne mit denen. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich langweilig, wenn die leicht bleiben. Aber wir haben ja auch schon ganz schön viel Erfahrung, also ganz schön viele Lebenspunkte bekommen jetzt bei den höherrangigen Soldaten. Passt also alles. Alles ist hier im Gleichgewicht. Kriegen wir alles hin. So. Ich möchte den Sniper hier haben. Bereiten wir das darauf vor. Ich kriege hier keine Deckung hin. Na gut, wenn man sich nicht weiter fortbewegen, sollte das in Ordnung sein. Wir warten. Wir gehen nicht weiter vor. Ich möchte den Sniper auf dem Dach haben. So, kommen wir denn irgendwie hier hoch? Shit. Hier kommen wir nicht hoch. Aber na gut. Schade, dass wir hier nicht hochkommen. Gibt vielleicht später eine Möglichkeit, wie wir so eine Tankstelle erklimmen können. Gehen wir so hier hin. So. Lassen wir ihn hier. So, nächste Runde gehen wir weiter vor. Bin dabei. Ja, ich habe ja auch den ersten Teil auch schon auf Impossible auch schon mehrmals durchgespielt. Ne, also ich denke schon nach, was ich tue hier im Spiel. Volle Deckung ist gut. Musik. Alright. Es geht los. Ja, ich finde den Codex momentan mitunter am schlimmsten. So. Ich könnte auf was ballern? Ist da irgendwas in der Nähe? Warte mal, er möchte... Auf was will er da ballern? Was ist das? Ja, da ist momentan keiner in der Nähe. Also nicht großartig in der Nähe. Also er bietet mir gerade an, hier drauf zu schießen, auf den Gastank. Weil die Viper da etwas in der Nähe steht. Ja, der Codex wäre wichtig, dass wir den töten. Aber andersrum, solange er sie nicht klont, ist er noch am ungefährlichsten. Der wäre hundertprozentig der Schuss. Aber 97%, den nehmen wir. 97% auf die Viper. Sehr gut. Falls ich den Kampf überlebe, möchte ich zur Aufrechterhaltung der Motivation eine blaue Rüstung haben. Wir können das irgendwie mal ein bisschen einheitlicher machen, dass die Leute mit ihren speziellen Fähigkeiten einer Farbe zugewiesen werden. Dann können wir die auch sehr leicht unterscheiden. Zum Beispiel Sanitäter und so weiter. So, halbe Rüstung wollen wir nicht. Hier, aber es ist sehr gefährlich, sich an eine Tankstelle zu stellen. Texor hat nur halbe Cover hier überall. Und es ist ein Auto. Scheiße. Er ist zu weit weg. Er ist einfach zu weit weg. Der gute Texor. Rennen wir hier hin. Vielleicht in der nächsten Runde. Jane Kelly. Auch hier sind keine guten Deckungen vorhanden. Würde ich sagen. Ja, ich habe Angst, dass sie ihn ziehen. Ich habe Angst, dass sie ihn ziehen. Weil das war der erste, den wir bewegt haben. Und dann haben wir die Gruppe schon entlarvt. Darlak. Ich habe Angst, dass die ihn ziehen. Ich würde sagen, wir nehmen das Risiko auf uns. Wir gehen in die halbe Deckung. Damit wir den Schuss haben. Ohne Cover. Die Viper können wir eliminieren. Sehr gut, Kelly. Sehr gut. Bedrohung ausgeschaltet.
Schwarz-Gelb wie Borussia. Gründen wir noch Fußballvereine hier. So, wir haben auch die Möglichkeit. Ich würde es vermeiden wollen, hier jetzt Schaden zu verursachen. Solange es nur einer ist, ist es cool. Und ich glaube, dass diese Schlange sich weit bewegen muss, um irgendwas zu machen. Und wenn sie das tut, können wir alle auf die Schlange ballern. Alle. Ich würde sagen, wir gehen hier hin und ducken uns. Nee, oder? Nee, sie wird ja eh latschen. Nee, wir gehen in den Feldboss. Also. So. Teleportieren. Das ist cool. Soll das Vieh das Ding machen? Es ist besser als Klon. Sechs. Ja, Mann. Daneben. Sehr schön. Mexican Sky, ich grüße dich. Ich nutze Adobe Audition dazu. 70%. Ja. Was für eine Frage. Sehr gut. So, lieber Codec. Die müssen wir auf jeden Fall hier rausholen. Wo ist denn der Codec? Hier. Es klappt. Ich glaube, das ist der letzte Gegner. Spalten wir die mal. Slack. Na los, klon dich. Klon dich, wage es. So. Ach Mist, der Sniper hat keine Links mehr. Ist der eigentlich hier betroffen? Sieht so aus, ich muss den Sniper bewegen. Würde ich sagen, gehen wir hier hin. Kann er noch nachladen. Aber hier, lieber Mexican Sky, hier als Beweis. Mein Mikrofon. Ja, wir laden nach. Okay. Die Granate. Könnte die uns hier helfen? Der hat sich ja weit weg teleportiert, der Kollege, weil er extrem Schiss hat. Aber ich will ihm noch nicht so viele Züge geben. Gucken wir mal, was wir treffen können. Wir haben Sichtfeld 30%. Wenn wir mit einer Granate was ändern, wo wir uns selbst wegsprengen. Ich glaube, Feldposten bringt bei denen gar nichts, oder? Könnte. Nee, könnte er nicht. Shit. Erst nochmal den. Ne, wir bekommen keine Sicht. Gehen wir hier hin. Ja. Ich glaube, dass ein Feldposten, das ist der Overwatch oder Feuerschutz, nichts bringt bei denen, weil die sich ja teleportieren. Versuchen wir es mal, ja? Wir werden ja schlauer durch Versuche. Wir versuchen jemanden Feldposten. Feuerschutz, bin mal gespannt. Rennen die denn auch mal, ist die Frage. Rennen die? Teleportieren. Gott sei Dank daneben. Weil sie steht ja genau vor ihm. Sehr gut, sehr gut. Bitte, bitte, bitte. Target down. So Leute, das war's hier. Ende im Gelände. Ideo, willst du versuchen? Mit 25%? Nee, ne? Ich würde sagen, das überlassen wir mal Texor. Wo man Texor? Hier. Er kann finishen. Shit, reicht wohl nicht ganz. Reicht nicht ganz. Aber dann weiß ich, wie wir zum Finishen nehmen. Die gute Kelly. Die hat zwar schon eine Beförderung. Warte mal, wir hatten noch keine Beförderung. Darlak. Darlak braucht eine Beförderung. Gucken wir mal, ob er es hinbekommt. Er hat einen Versuch.
Er hat einen Versuch. Darlag, 43%. Du kannst befördert werden. Du kannst es schaffen. Daneben. Okay. Er hat schon eine Beförderung. Emi Gemede hätte auch nochmal Versuch. Hier. Femi, willst du befördert werden? Dann musst du bessere Augen haben. Denn die sieht ihn nicht. Okay. Kelly regelt. Kelly regelt. So, das war's, glaube ich. Müssten alle gewesen sein. Das war's für dich. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Das läuft hier. Wunderbar. Leute, ohne Verwundungen, ohne getötete Soldaten, makellos. Lasst mich kurz auf Klo gehen und danach geht's sofort weiter. Bis gleich. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Schaut euch an, ja. Private Jane Kelly hat ja alles gemacht. Und Darlag. Die meisten Angriffe. Aber hier halt da. Private Jane Kelly. Mann. Gut, die Frau. So. Blende mich auch gleich wieder ein. Alles chillig. Guckt euch an hier, alle aufrecht. Als wenn sie spazieren gegangen sind, kommen sie aus dem Skyranger raus. Fandom. Ja, diesmal nimmt man Klingenmeister hier. Hier, sie nimmt Klingenmeister. Zwei mehr Schaden damit. Absolut Oberhammer. Ja, man. Phantom finde ich nicht so toll. Befördern. Verbergen. Du kannst dich einmal pro Runde direkt in Verborgenheit begeben. Das ist cool. Sturm und Schuss, das kennen wir. Halte eine Aktion nach dem Sprinten. Das kann Leben retten, Leute. Das kann Leben retten. Nehmen wir. So, Endo. Der wird immer besser hier. Heftiger Schuss. Ja, ich würde auch sagen. Nehmen wir auch wieder. Heftiger Schuss, der hat schon öfters Leben gerettet. So, ich muss sagen, Unterstützung, also Unterdrückungsfeuer, Suppression, das Beste, was geht, wenn du in Not bist. So, alle am Leben, gut an hier, alle geht's hier. Rudi, einen schönen guten Abend. Das läuft hier. Schildträger-Autopsie. Advent-Mech-Analyse. Corporal Jane Kelly, Wille wiederhergestellt und erhöht durch sein. Ja, genau, sie war ja erschüttert, stimmt. Sie war erschüttert. Und trotzdem war sie die Beste, ja? Schwarz-Gelb, bitte.
Einmal bitte schwarz-gelb. Einmal Pommes schwarz-gelb. Wir sollten mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Einmal Pommes schwarz-gelb, bitte. Soldaten anzeigen. Wen haben wir denn hier? Wo ist er hier? Hier ist der Texor. Ist ein Russe übrigens. Texor ist ein Russe. Lieutenant Maxim Texor. Gut, individualisieren. Hauptrüstungsfarbe. Nehmen wir mal gelb. Und Sekundarfarbe ist schwarz. Sieht mehr blau aus. Haben wir auch schwarz? Ist auch mehr grau. Richtig schwarz habe ich hier gar nicht. Nehmen wir das hier. So, Texor hat nun seine Rüstung an. Er fühlt sich gut. So, 12 Tage, 9 Tage, 5 Tage. Läuft. So, je nachdem, einmal auf dem Geoscape speichern war. War eine super Runde. Hatten wir irgendwas, an was ich denken sollte? Ich habe momentan viel zu viel Energie. Das hat wahrscheinlich den Grund, dass irgendwo noch in einer meiner Energiezellen. Ja, genau. Den können wir rausnehmen hier, den Kollegen. Nee, hier ist keiner drin. Wo ist einer drin? Energierelais hier. Hier versteckt sich einer. Versteckt sich der Ingenieur. Wir haben genug Energie aktuell. So, Kommunikationszentrale. Können wir erstmal da weitermachen? Kriegen wir auch mehr Knete. Hier stecken wir Ned Price rein. Können wir nämlich unser Gebiet vergrößern. Kriegen auch mehr Knete. Was mache ich denn da? Warum speichern schon wieder? Ich würde sagen, wir erweitern unseren Bereich. Notsignal. Wissenschaftler bekommen wir dafür. Nicht jetzt. So. Wir wollen erstmal unser Gebiet erweitern. Am besten nehmen wir Europa, ja? Kontakt herstellen. Ja. 60 Info fehlen. Warum fehlen uns 60 Info? Wir könnten aber Informationen überall bekommen. Hier streuende Hunde. Avenger berechnet neuen Kurs. Holen uns Informationen. Dann gehen wir nach Westeuropa. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Advent Kontrollpunkte auf dem Land. Advent gelingt es, den Transport von Widerstandsressourcen zu behindern und reduziert so die Vorräte der nächsten Vorratslieferung um 50%. Das heißt also, wir bekommen einmal die Hälfte des Geldes nur. Das ist ja gerade sehr Mist, da wir aktuell Geld sparen für das Upgrade der Magnetgewehre und Pistolen. Crisis Soccer. Was spielst du gerade? Ganz klar. XCOM 2, mein Freund. XCOM 2. Heute erschienen. Oh mein Gott, schon wieder Avatar-Projekt. Was geht jetzt ab? Wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Das können wir erst mit guten Leuten machen. So, wir haben noch nicht genug Informationen. Snowman, willkommen zurück. Was geht denn jetzt ab? Wie schnell geht denn das hier, bitteschön? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Oh oh. Oh oh. Wird immer härter hier. Braucht Informationen. Alien-Maschinen weggeräumt. Gab auch hier Geld. Haben wir jetzt eigentlich genug? Wie viel Geld haben wir? 166. Ja. Wir haben genug Knete. Wir stellen die neuen Waffen her. Wir brauchen die neuen Waffen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ja. Herstellen. Gegenstände herstellen. Gib mir Waffen. Wir brauchen ein Magnetgewehr. Bam. Nochmal Magnetgewehre. Vater wäre sicher stolz auf unsere Arbeit. Zum ersten Mal seit langem stellen wir für die Aliens eine Gefahr dar. So, weiter Informationen. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Die stören uns alle. Eingehende Widerstandsnachricht. Den Widerstand anzuführen ist eine schwere Aufgabe, Commander. Aber Ihre Ergebnisse lassen uns zweifeln
ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen uns steigern. Obwohl jeder einzelne Einsatz ja ein voller Erfolg war. Wir müssen uns steigern, da der Avatar-Fortschritt viel zu groß ist. Mann. So, Vorratslieferung. Jein. Erstmal, wir müssen diese roten Dinge ausschalten. Wir brauchen Informationen dafür. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Gauss-Waffe. Magnetkanone und Gauss-Gewehr. Ist davon eins vielleicht das Scharfschützengewehr? Weil dafür haben wir noch kein Upgrade. Magnetkanone wird wahrscheinlich die neue Waffe sein für unsere Gunner. Das ist das Scharfschützengewehr? Sieht fast so aus, ne? Zielgenau Präzisionsgewehre, alles klar. Und die Magnetkanone. Die müssten wir auf jeden Fall herstellen. Wie viel Geld haben wir denn? Was erforschen wir? Erforschen wir mal den Mech. Diese von Advent entwickelten Roboter scheinen völlig autark zu agieren und festgelegte Ziele selbstständig anvisieren und angreifen zu können, ohne dabei auf externe Verifikation angewiesen zu sein. Und obgleich die erste Demontage meine Aufgabe sein wird, plane ich fest damit, Shen in diesen Prozess zu involvieren, denn ihre Kenntnisse der Robotik übersteigen meine bei weitem. So, das läuft. Wie viele Knete haben wir? Zu wenig. Nutzt sich ab. Was kostet denn das? Mann, aber irgendwann muss sie mir vertrauen, wenn wir unsere Was kostet Ziele das? Erreichen wollen. Hey, Commander. 150 Vorräte. Die beiden Sachen müssen wir herstellen. 300 Vorräte brauchen wir. Jetzt die Frage, wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Wegen dem Projekt. Das Avatar-Projekt geht ja unglaublich schnell voran. Informationen brauchen wir so oder so. ANG-Übertragung. Nachricht vom Einsatz ansehen. 170 Vorräte, 106 Informationen. Das ist super. Neutralisiere das Ziel im Adventfahrzeug. Einsatz starten, machen wir. Setze Kurs auf Chile. Ist es jetzt fertig geworden? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung, Snowman. Was passiert, wenn Avatar voll ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nehmen wir an, irgendwas Schlimmes. So, wie wir sehen, haben wir jetzt alle neue Waffen. Außer der Sniper und der Gunner. Wir brauchen insgesamt 300 Vorräte, um das hinzubekommen. Magnetgewehr, Präzisionsgewehr, Kanone. Was macht mehr Schaden? Das Magnetgewehr macht 5 bis 7. So, wie viel macht das dicke Gewehr hier? Also die Kanone. Bis 6. Es macht sogar Sinn, vielleicht ihm ein Magnetgewehr zu geben. Erstmal, vorübergehend. Geht das? Ah, nicht für Grenadier. Das ist schade. Das heißt, unsere normalen Soldaten machen momentan mehr Schaden als er mit der Minigun. Nein, Snowman. Wir werden es erfahren, wenn es dazu kommen sollte, werden wir es erfahren. Aber nicht spoilern. Nukes, wir haben auch jemanden Neues. Reaper ist auch neu. Die können wir Namen vergeben. Wer möchte denn demnächst auf die Liste kommen? Wer möchte auf die Liste, Leute, von euch? Wer möchte als Soldat mitspielen? Ich achte mal nach Snowman, wer schreibt. Schlurfstein. Das ist ein super Name. Und Crisis Soccer. Okay, ihr beiden. Und Victor. Gut, Victor. Dann bist du vorgemerkt. Power Berlin auch. So. Aber den Sniper Schlurfstein.
Crash Quiz. Ich will aber eine Liste anfertigen hier. So, Schlurfstein. Schade, passt nicht ganz. Nehmen wir Schlurfi, okay? Schlurfi. Spitzname Schlurfi. Und ich würde sagen, den anderen nehmen wir Crisis. Individualisieren, Charakterinfo, Spitzname Crisis. Machen wir mal eine Liste. Dann gehen wir in deine Liste runter. Dann wieder neu fragen, wenn wieder Namen angesagt sind. Kein Stift zur Hand. Nimm mal Textdokument. Moment. Nimm ich ein Textdokument. Hammer's. Hat er nicht geöffnet. So. Luftstein. So. Haube Berlin. Hier Victor. Victor. Taube. Vielleicht wird es dann auch Taube werden. Taube. Crash Chris. Würde ich sagen Crash, wa? Wunderbar. Haben wir schon mal drei für die nächsten Namen. Da kann ich ja wieder fragen, ne? Haben wir schon mal drei für die nächsten. So. Parken wir die mal hier. Weiter geht's. Schöne Namen, Schlurfi und Crisis. Ja, sind wir bereit? Wir haben niemanden, der heilen kann. Doch, Darlak ist ein Heiler. Geben wir ihn als extra noch ein Medikit mit. Waffenverbesserungen. Mehr Lader.